Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. In jeder Schule, in jeder Universität und in jeder Ausbildungsstätte wird gemogelt und geschummelt. Es ist also kein Wunder, dass sich viele Institutionen immer drastischere Maßnahmen ausdenken, um gegen diese Betrugsversuche vorzugehen. Das hier sind 7 krasse Methoden gegen Betrugsversuche bei Prüfungen. Auf der Nummer 7 sind ein paar Schulen in England und China. Diese Schulen haben Überwachungskameras in den Klassenräumen und in den Schulfluren installiert, um so Schummler auf frischer Tat zu ertappen. Teilweise sind die Kameras sogar unauffällig versteckt, um den Schülern besser aufzulauern. Während Prüfungen stellen manche dieser Schulen sogar Überwachungspersonal ein. Dies verleiht zusätzliche Autorität und macht fast jedes Schummeln unmöglich. Die Nummer 6 belegt das Shaanxi Sanhe College in China. Die Lehrer dieses Colleges hielten es einmal für eine gute Idee, eine Prüfung mit über 1000 Schülern draußen zu veranstalten, um somit die Tische weiter voneinander wegstellen zu können und Betrugsversuche zu unterbinden. Die Schüler wurden dabei mit Ferngläsern von den Lehrern beobachtet. Glücklicherweise spielte am Prüfungstag das Wetter mit. Auf der Nummer 5 ist eine Maßnahme, die vor allem in südostasiatischen Ländern wie Thailand Anwendung findet. In manchen Schulen tragen die Schüler dort während ihrer Prüfungen Kopfbedeckungen, die es für die Schüler unmöglich machen, nach rechts oder links zu blicken. Diese Scheuklappen wurden dort jedoch des Öfteren schon kritisiert, da man es für eine Zumutung für die Schüler hält, dass sie beinahe wie Tiere behandelt werden. Die Nummer 4 belegt eine Methode, die chinesische Universitäten bei Eignungsprüfungen verwenden. Dort müssen Frauen, die an der Prüfung teilnehmen wollen, vor der Prüfung ihre BHs ausziehen und abgeben, um so zu verhindern, dass in den BHs unerlaubte Handys oder Spicker in den Prüfungsraum geschmuggelt werden. Außerdem müssen die Prüfungsteilnehmer vor Antritt der Prüfung durch einen Metalldetektor gehen, wie man ihn sonst nur an Flughäfen oder in Gerichtsgebäuden findet. Die nächste Maßnahme auf der Nummer 3 ist ziemlich krass. Im Mai 2016 sperrte die irakische Regierung während der Prüfungsphase an mehreren Tagen landesweit 3 Stunden lang das Internet. So wollte die Regierung Betrugsversuche über das Internet verhindern. Eine ziemlich drastische, aber sicherlich effektive Maßnahme, wenn ihr uns fragt. Auf der Nummer 2 sind einige Universitäten in Indien, die ihren Medizinstudentinnen im Jahr 2015 verboten haben, Kopftücher oder Hijabs zu tragen. So sollte verhindert werden, dass in den Kopftüchern elektronische Geräte oder Spickzettel versteckt werden. Diese Maßnahme erfuhr jedoch einen starken Protest aus religiösen Gründen und wurde somit abgeschafft. Und jetzt zur Nummer 1. Den ersten Platz belegt eine Maßnahme, die bei Eignungstests des indischen Militärs durchgeführt wurde. Die Bewerber mussten bei diesem Test bis auf die Unterhose ausgezogen auf einer Graswiese sitzen und wurden von Soldaten bewacht. Eine sehr rustikale, um nicht zu sagen brutale Methode, die aber mit Sicherheit effektiv war. Na, was hältst du von diesen krassen Maßnahmen? Und was für Methoden gegen Mogelei hast du schon am eigenen Leib in Klassenarbeiten, Klausuren oder Prüfungen erlebt? Schreib uns das gerne in die Kommentare und ansonsten hinterlass hier mal ein Abo für mehr interessanten Content und klick auf die Glocke, um ständig up to date zu sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.